Oh, moinsen Leute. Ich hab mal wieder Bock, kann mal wieder die Kamera rausholen. Ich bin ja gerade ein bisschen UKF machen. Ihr seht das ja. Ich fahr gerade ein bisschen unsere Feldwege ab. Mal gucken, wie nass das überall ist. Ob man überhaupt schon Gülle fahren kann oder ob nicht. Das muss ich gleich mal sehen. Aber ich denke mal, ja, dass es wohl eher erst übernächste Woche losgehen wird. So, hier haben wir unsere Moorflächen hinten erreicht. Und was ich ja wieder geil finde, die Gemeinde hat hier vor ein paar Wochen Bäume abgesägt. Und die ganze Scheiße liegt hier jetzt wochenlang rum. Und alles weht hier irgendwo auf die Wege oder sonst was, anstatt dass sie das gleich wegmachen können. Hier kann wieder kein Mensch ordentlich fahren, ohne dass irgendwie auf die Äste oder sonst irgendwo rauf muss. Hier sieht man da hingeweht. Hier liegt überall was rum. Auf den Feldern liegt das rum. Das muss ich alles wieder irgendwann wegstriegeln hier. Und wie ihr seht, ja, Moorboden, der zieht natürlich richtig gut Wasser. Das wird hier momentan nichts werden. Also ich denke mal so 7 bis 10 Tage muss es jetzt wohl trocknen hier. Und es ist Katastrophe. Gute 60 Milliliter Regen hatten wir doch die letzte Woche komplett. Und hier sieht man es ja. Hier steht schon Wasser. Und das ist eigentlich noch eine mit der trockeneren Flächen, die wir haben. Und ja, keine Chance hier momentan noch was auf den Acker zu reißen. Beziehungsweise auf den Grünland hier. Selbst die Schuhe, die sind pitschnass. Schiffgräben laufen auch gerade über, die kommen auch nicht hinterher mit dem Wasser. Aber ich muss mal wieder dran gewöhnen, die Kamera wieder richtig zu halten. Ja, hier steht überall Wasser drin. Hier braucht kein Mensch drauf. Ach, das wird erstmal nichts hier. Oh, mal ein bisschen weiter gucken, wie die anderen Flächen so aussehen. Ja, hier könnt ihr noch mal sehen, so sieht es momentan aus in den Gräben. Die sind rappelvoll. Ja, bei dem Gang drinnen. Hier mit dem Meer sind doch einfacher. Und hier sieht man hier vorne, sieht man noch ganz gut, was ich eben meinte. Mit den ollen Sträuchern, die es einfach nicht wegmachen können. Das wird abgesägt, dann liegt der Kram hier wochenlang rum. Man hängt mit den Maschinen drinnen, hier liegt auch wieder ein Ast im Weg. Man hängt mit den Fahrzeugen drinnen. Ich verstehe das nicht, dass man das nicht gleich wegmachen kann. Oh. Nächste Fläche auch erreicht und es gibt wie jedes Jahr gibt es nochmal ein Highlight. Jedes Jahr wird hier der Müll hingeschmissen. Ich weiß nicht warum. Diesmal ist es anscheinend Katzenstreu im Plastikfolie. Ich meine das Katzenstreu, das geht ja vielleicht noch, aber diese ohne Plastikfolie. Da wird hier jedes Jahr Holz reingeschmissen, bis zum geht nicht mehr. Gut, ist ein Wald, aber ich weiß nicht, ob das jetzt lieber verteilen sollte. Hier unterliegt übrigens noch ein Sofa. Mal sehen, ob ich das noch wiederfinden kann. Hat hier vor ein paar Jahren noch mal einer reingeschmissen. Oh, da hinten ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, hier geht es tief runter. Hier. Das liegt hier schon 10 Jahre oder so, das Sofa. Also, da liegt auch wieder Plastikmüll drin. Ja, das ist so ein bisschen die Müllhalde hier. Ich weiß nicht, warum. Ist natürlich schön weit weg von der Siedlung. Sieht kein Mensch hier die Ecke. Trotzdem finde ich es irgendwie schade, sowas. Aber wenn ich hier oben so gucke, hier oben ist die Fläche sogar einigermaßen trocken. Aber ihr habt es von unten gesehen. Es ist pitschnass, da brauchen wir noch nicht drauf. Ja, Ackerfläche sieht auch nichts besser aus. Also wir haben hier echt massiv momentan mit Wasser zu kämpfen. Mal sehen, wie lange das dauert, bis das wieder abgetrocknet ist.
Ja, ohne Treibstoff geht nichts. Deswegen nochmal im Nachtanken 1,34 momentan für super. Hier eine Selbstbedienungstankstelle geht das mal ganz gut. Da braucht man nicht noch irgendwelche Leute warten. Ja, da rattert das gerade runter. Und dann mal sehen, ob ich gleich noch, vielleicht nochmal in den Nachbarort fahre. Und dann mal den lieben Rappers besuchen. Mal gucken, ob er noch mal Hühnereier für mich hat. Weil ich dann vielleicht noch Rührei heute Abend mache oder so. Oder einfach mal eben gucken, was bei Rappers so Neues geht im Shop. Bis gleich. Oh, kommen in Wohlsdorf. Also ganz knapp jetzt vor Rappers Hof. Der müsste auf der rechten Seite sein, wenn ich mich recht erinnere. Ich war jetzt ja schon ein paar Mal hier. Und ich bin der Meinung, dass ich hier gleich irgendwo rechts abbiegen muss. Ich bin mir jetzt aber selber nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, hier sind noch Schilder. Warte mal eben. Ja, da steht ja schon. Röppershof 50 Meter rechts. Siehst du? Und das ohne Navi. Ich kenne mich hier langsam aus. Ja. Das ist ein paar Mal öfter da. So, nächste rechts. Am Kirchweg, genau. Und hier zur Seite ist dann schon der Hof von Röppers. Ich hoffe, der hat noch auf. Nicht, dass ich jetzt zu spät bin. Das wäre jetzt ein Ding. So, mal rein. Mal gucken, ob man noch was hat für mich. Was ist hier in der Hälfte? Oh, das sieht gut aus. Ah, ja. Ja, das sieht doch schon mal mega gut aus. Bratwurst kann ich auch noch mitnehmen. Mal gucken, was er sonst noch so hat. Nudeln sind gut. Aber Eier, oh, Äpfel hat auch wieder. Oh, da lohnt sich wieder das Einkaufen. So, ich will mal meinen Einkauf schnell erledigen. Vielleicht holen wir noch ein paar Chips hier. Ja, hier ist ein bisschen Cola auch. Ich mache meinen Einkauf und dann melde ich mich gleich wieder. So, Einkauf erledigt. Und ich kann jetzt eins sagen, wenn ihr mal hier sein solltet, ne, holt euch unbedingt den Apfelsaft. Das ist das Beste, was es da gibt. So, jetzt habe ich noch die Chips hab ich mir noch geholt, einen Twix, eine Cola und habe meine Eier fürs Rührei heute Abend. Und dann kann ich wieder nach Hause gehen, so langsam. Aber mal gucken, vielleicht finde ich gleich noch irgendwo was, wo ich hinfahren kann. Es wird auch langsam dunkel. Der hat einen Pferdergrad übrigens mit seinem neuen Weidemann, so wie das aussieht. Das scheint er ja höchstpersönlich zu sein. Oder einer seiner Angestellten. Jedenfalls ist das der Weidemann. Da kommt der Pferd an. Ja, ich verabschiede mich trotzdem schon mal. Und ich sage bis zum nächsten Video, wenn ich mal wieder Bock habe.